Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben Samstag, den 26. November 2022, und wir sind wieder beim Samstalk oder Verantwortungstalk, der ältesten Talkshow von Schenker bewegen. Zu Inhalt und Technik oder dem, was bisher so gelaufen ist in den letzten Monaten oder Jahren, soweit wir hier das mit den Aufnahmen machen, könnt ihr auch nachlesen in unserem ersten korruptionsfreien Forum www.freie-argumente-kultur.de. Deshalb nicht viele Worte dazu, nur die ganz grobe Überschrift: Wir wollen dann bei diesen Samstalks auftauchen aus dem Fluss des Lebens und uns die große Verantwortungsfrage stellen oder die allgemeine Verantwortungsfrage stellen. Ja, wir machen es als Redekreis und geben so weiter mit Zeitvolumen, was jeder hat, wo wir uns aber gegenseitig auch unterbrechen können, also die Zeitvolumen ein Stück weit durcheinander gehen können. Okay, und dann gebe ich zum ersten inhaltlichen Beitrag an den Dillen. Wechsel 4. Ja, herzlich willkommen zum Talkrunde, in der man 100-mal weniger Irrtümer abkriegt und 100-mal mehr Wahrheiten als in allem anderen auf dieser Welt, sozusagen aus Sicht der Naturwissenschaften, der von Weltrat und Next Scientists for Future. Aber ich fange gerade, um das zu beweisen, dass bei uns wirklich alles gedacht werden darf und die Spitze des Denkens stattfindet, beginne ich mit einer möglichen Gegenthese zu allem, was wir eigentlich tun. Ja? Und zwar jetzt radikale Gegenthese: Wer das Ausschlachten aller anderen Menschen zum eigenen Vorteile nicht bejaht, sich nicht als Kampfmaschine gegen alle anderen versteht, passt nicht in dieses Universum, weil es unmöglich ist, die gute Welt aufzubauen. Die Leute verstehen die Dinge nicht, ja? Also quasi so: Können wir es überhaupt verantworten, die Leute aufzufordern, aus dem Gemetzel der Spaten auszusteigen, wenn wir doch gar keinen Hinweis darauf haben, dass das überhaupt jemals wirklich funktionieren kann? Ja, wenn wir jetzt ist unsere moralische, kantsche moralische Haltung, nämlich dass wir sozusagen uns so verhalten wollen, dass es als Gesetz für alle gelten könnte, ja, ist das in Wirklichkeit ein Selbstauslöschungsprogramm? Muss man im Kapitalismus Krieg aller gegen alle mitmachen, um nicht auszusterben? Fragezeichen. Also ich zum Beispiel werde ja aussterben, wenn es so weitergeht wie bisher mit den Kommunen und so weiter. Übrigens ist gerade wieder die Annonce ins Schrot und Korn nochmal erschienen. Ja. Für mich ist es so: Ich bin bereit, lieber auszusterben, als mitzumetzeln, weil ich jetzt auch keinen Weg mehr zurück habe. Ja. Aber ist es nicht auch so, dass man einfach auch das Gemetzel akzeptieren kann und sagen: Ja gut, das ist ein Gemetzeltopf, der Kapitalismus. Und da muss ich gucken, dass ich einigermaßen oben bleibe. Und dann passiert es mir zum Beispiel, jetzt mache ich mal gleich ein Beispiel dazu. Janik, du hast das letzte Mal angesprochen. Ja? Wo ist das jetzt? Hier ist es. Um nochmal zu zeigen, dass man im Kapitalismus auch Spaß haben kann. Ja? Zum Beispiel die vorteilbringenden Irrtümer von Medizinern, Medizinprofessoren zum Beispiel, die führen dazu, dass sie kohlemachende Chefärzte sind, ja, und dann bekommen sie tatsächlich tollen Sex mit den Krankenschwestern und Ärztinnen, weil die alle denken: Oh, der hat viel Geld, und wenn ich, vielleicht schaffe ich es ja, dass der mich heiratet, und dann habe ich ein tolles Nest für meine Kinder und kann dann für viele Kinder aufwachsen lassen mit guten Chancen für weitere Generationen und so weiter.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mir dieses, ich hätte ja auch ganz problemlos Professor werden können und dann psychosomatische Kliniken und Psychotherapiekliniken, Psychoanalysekliniken leiten können. Und dann wären mir wahrscheinlich auch die Krankenschwestern und die Ärztinnen und die Psychologin nachgelaufen, ins Bettchen gehüpft sozusagen. Und ich muss sagen, also das fehlt mir schon. Ja? Also die Frage ist halt auch wirklich, wirklich mal ganz in Frage stellen, was machen wir eigentlich? Wir hoffen alle, dass es mit den Kommunen klappt. Das ist jetzt auch meine einzige und letzte Hoffnung. Aber wie realistisch ist diese Hoffnung? Wo irre ich mich da? Wetzel? Ja, ich sag einfach mal Wechsel 3. Ja, das kann natürlich immer verschiedene Seiten haben. Also sozusagen mitmischen in dem Gemetzel versus nicht mitmischen. Ich hatte da jetzt vorhin ja, ich weiß nicht, ob das so passt, aber ich war bei der am Bahnhof Zoo hier in Berlin bei der Hygienestation gewesen und dann kam da ein aggressiver Mensch an und hat da ging auf mich zu, ganz nah an mich ran und ich bin dann einen Schritt zurückgegangen. Also ich bin dann nicht auf diesen Kampf mit eingestiegen und wenn ich da jetzt vielleicht mit drauf eingestiegen wäre, dann wäre ich nicht so gut aus der Nummer rausgekommen, vermutlich, nehme ich mal an. Oder auf dieses ja, ich weiß nicht, was das war oder ob er da mich einschüchtern wollte oder wie auch immer. Also die These, dass das Mitschwimmen im Kapitalismus und sozusagen Mitleben in den vorteilbringenden Irrtümern ja doch doch sinnvoll sei. Naja, also es ist, ich meine, es sind eben die Irrtümer, die man dann lebt. Und ich meine, wenn man sie schon erkannt hat, die Irrtümer, dass es vorteilbringende Irrtümer sind, dann würde man ja im extremen Widerspruch leben, in einem sehr extremen Gewissenskonflikt. Wenn man es nicht erkannt hat, dann kann man ja gar nicht anders, weil es ist ja für einen die höchste Wahrheit, in den Irrtümern zu leben. Wechsel. Wechsel 4. Ja, ich will das ja nur ganz kurz sagen. Ich bin halt einfach nicht sicher, ob es nicht einfach in diesem Universum unmöglich ist. Denn wir immer wieder erfinden relativ große Gehirne in diesem Universum den Tauschhandel und dann folgt der schreckliche Kapitalismus mit Gehirnverkleinerung und Gehirnschrumpfungstendenzen wieder. Und wir landen, auch wenn es jetzt irgendwelche Reptilien wären, die großen Gehirne haben, wir landen immer wieder in dieser Hölle auf Erden und in diesem Gemetzel. Und wir wollen die bessere und gute Welt haben. Ich will sie haben, ich will sie auch haben. Aber es ist ja eigentlich nur eine Theorie. Praktisch sieht es eben so aus, als ob gar nichts anderes läuft. Und also ich sterbe aus, der Öffi hat immerhin zwei Kinder. Aber wir sind eigentlich im Relativ zu anderen sind wir auf dem Aussterbenskurs. Wir verschwinden und die kapitalistischen Metzeler mit ihren Spaten und ihren vorteilbringenden Irrtümern, die überleben. Wo irre ich mich da? Wechsel. Ja, Wechsel 3. Also wenn man das jetzt so betrachtet, dass man ja seine Geistesinhalte an andere Menschen weitergibt und die dann auch da bei den anderen Menschen weiterleben können. Also nicht nur sein Fleisch und Blut weitergeben, sondern seine Geistesinhalte. Dann kann man ja auch weiterleben, ohne jetzt Kinder in die Welt zu setzen, wenn man das so betrachtet. Ich hatte gerade noch was anderes auf dem Schirm, mir scheint es jetzt gerade im Gang zu sein. Wechsel. Wechsel 4, gerade fällt mir ein. Vorhin habe ich zum Beispiel mit der Frau gesprochen, die ich schon lange kenne. Die hat jetzt gesagt, sie ruft vielleicht um 10 nach an und macht heute mit. Ja? Aber eben, das ist der Punkt. Die Leute denken doch,
Ja, bei denen kriege ich nichts Neues, ich weiß es eh besser als die. Und das ist Kapitalismus, ja. Und so geht es mit uns mit 8 Milliarden Menschen, ne? Wechsel. Ja, Wechsel 3. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, ist das so, dass die Leute nichts denken, sie wissen es besser? Also ich weiß es nicht. Also man kann sich ja mit den Menschen austauschen und gemeinsam dann versuchen, da Brücken zu bauen oder zumindest Leute zu finden, die dann, ja, die dann also wenn die Menschen Interesse dran haben, dann kann man da ja die Offenheit mitbringen und gucken, ob es da kooperationstechnisch Möglichkeiten gibt. Wechsel. Wechsel 4. Ich warte nur noch gerade das Piepen hier. Wechsel 4. Ja, also das habe ich jetzt nur mal so gebracht, aber jetzt. Ich kann nur vorwärts. Ich kann nicht, ich will nicht zurück in das Gemetzel, ja? Und dann mit den hübschen Frauen, das ist auch schon zu spät bei mir wahrscheinlich. Und jetzt folgen also bei mir im Weiteren Argumente, ja, für die Schenker-Gemeinschaftsmodell und für das naturwissenschaftliche Gemeinschaftsmodell. Aber Gemeinschaftsmodell Köln-Süd und dann auch für die Unterabteilung Gruppenehe, ja? Aber genau genommen habe ich mich für das theoretisch Glücklichere entschieden, aber für das praktisch Unglücklichere. So ist es bis jetzt, ne? Ende. Ja, Wechsel 2. Also ich bin euch jedenfalls schon mal total dankbar, dass wir hier in diesem Chat sind und wir haben das erste korruptionsbefreite Forum und wir haben den praktischen Versuch, solche Verantwortungskommunen oder Freiheitsreservate ins Leben zu rufen. Wir haben Orte, die wir anbieten können. Wir haben eine Stammgruppe von, was weiß ich, ein, zwei Handvoll Menschen. Ich mache es nicht größer, als es wäre überhaupt, mit denen man ernsthaft solche wahrheitsorientierte Menschengeschwisternschaft angehen kann. Das kann man sagen, ist natürlich total wenig und traurig, dass es nicht mehr ist. Und es kann gut sein, dass es auf keinen Fall reicht, um die Weltentwicklung insgesamt auf eine verantwortliche Schiene zu stellen. Das stimmt. Aber wenn ich so ein Vernunft- und Gewissensmensch bin, und ich rede erstmal nicht sehr abgehoben, also jeder Mensch kann eigentlich sehen, dass er Vernunft und Gewissen hat, so wie es in Artikel 1 der Menschenrechte steht. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Alle kennen den Traum. Er ist festgeschrieben als Artikel 1 der Menschenrechte. Und wenn man selbst so erkennt, man ist so ein Vernunft- und Gewissensmensch, dann ist es ja nur eine Frage, ob man damit die ganze Weltentwicklung auf eine Verantwortungsschiene bringen kann. Das andere ist, dass jedes kleine Fitzelchen, wo ich als Vernunft- und Gewissensmensch Vernunft und Gewissen leben kann, ausleben kann, in meinem Kopf, in meinem Herzen und mit anderen Menschen. Hier jetzt durch Fernkommunikation, aber es könnte auch das Zusammenleben sein. Und wir sind uns immerhin alle auch schon begegnet und haben uns schon mal in den Arm nehmen können. Ich glaube auch, dass wir drei jetzt hier welche wären, also die sagen würden, okay, der andere hat bei mir diese Geschwisternschaft. Die anderen haben diese Geschwisternschaft. Dazu kommt, dass wir versuchen, die besten Angebote an die Welt zu machen. Und das sehe ich, was die Kommune angeht. Also unsere Anzeige lädt die Leute ein, auch auf wissenschaftlich fundierte Weise die glücklichste Lebensform zu wählen. Finde ich toll. Ist genau richtig gesagt. Wir setzen diese Alternative in die Zentren der Macht. Also Jannik da in Berlin in diesem Zeltcamp. Das ist das Angebot, was wir zuspitzen, so gut wir es können. Laut Robert F. Kennedy das wichtigste Projekt in der Welt, um da in dieser Kippsituation zwischen digitaler Willkürdiktatur
und einer anderen echten Demokratie- und Freiheitsform, da eben das Zeichen zu FDP. setzen, ein vorgelebtes Zeichen. Und insofern, also für mich sind das alles schon gewaltige Gründe der Freude und des Glücks. Und abgesehen davon glaube ich, in der Kippsituation, ich sehe die Aussichten nicht ganz gering, dass unsere kleinen Zellen noch ein bisschen größer werden und auch beim Dillen da noch ein paar geeignete Frauen dann aufkreuzen werden. Also Ende. da sehe ich Perspektiven. Ja, bitteschön. Nächste Runde. Sekunde. Wechsel 4. Ja, zum Beispiel ist auch schade, dass Luis nicht da ist, denn ich habe jetzt viele seiner Fragen heute aufgegriffen, weil ich manchmal nicht alles mitkriege wegen dem Uhrendienst. Also ich fange mal an, aber jetzt geht es noch nicht direkt um Luis, aber das kommt alles noch. Die Selbsthinterfragung auf vorteilbringende Irrtümer wäre dann sinnvoll, wenn es eine sichtbare, superglückliche Lebensalternative gäbe, die wir aber noch nicht vorzuweisen haben. Also ist die Ablehnung unserer Selbsthinterfragung vielleicht von Vorteil für die Menschen, weil natürlich ist es traurig, dass der Kapitalismus solch ein Gemetzelleben ist, aber ich habe ja noch nichts Besseres, ne? Dieses Universum ist halt eventuell nochmal, also die pessimistische Perspektive, ein Universum des Bösen und des Leides. Nur ein paar Hansels wie wir wollen das nicht wahrhaben und das Universum umbauen. Die anderen versuchen nur im Gemetzeltopf oben zu schwimmen und oben zu bleiben und leiden bei Erfolg weniger als ich leide. Deutschland wird rasend schnell dümmer. Das ist jetzt nochmal ein anderer Gedanke. Mercedes ist in den USA auf dem letzten Platz der Fehleranfälligkeit. Toyota und Lexus auf 1 und 2, BMW auf 3. Aber ja, also das heißt, noch nicht alle deutschen Firmen lassen nach, aber wir sehen schon, dass Deutschland bergab geht. Ja, erstmal so viel. Also wo irre ich mich innerhalb jetzt erstmal dieser Gedanken? Ja, dann mache ich noch ein bisschen Ja, weiter. Und wolltest du? mach weiter, genau. Nee, Ja, nee, mach wenn ruhig du schon weiter, alles was klar. Wichtiges hast, mach Wechsel 2. Nee, wäre nichts Wichtiges, sondern ich wollte dich bestärken, dass der Realismus schön ist, aber dass wir eben auch Grund haben, uns an dem, was wir haben, uns zu freuen und dankbar zu sein und so gut wie möglich weiterzumachen. Ne? Und wie schon gesagt, die Kippsituation ist so, ich stehe ja eigentlich total staunend davor, dass da jetzt nicht mehr Menschen wirklich nicht nur ein bisschen wach werden, sondern mal richtig aus dem Quark kommen und richtig mit in den Vollgang gehen, also ne, höchsten Gang schalten. So. Ich stehe da total staunend vor. Oder sagen wir so, es war immer traurigerweise zu erwarten, wenn man sich klar gemacht hat, wie zu betoniert die Leute so sind, wenn man da mit solchen Fragen auf sie zukommt. Also ich habe ja tagelang in Großstädten gesessen mit so Plakaten, wer glaubt noch an Liebe, wer träumt noch von Teilen ohne Gewalt, wer will mit uns über verantwortliches Leben nachdenken. Und die rannten alle vorbei und krallten sich ihre Einkaufstüten fester, um schnell wegzukommen. Also natürlich, also man konnte sich immer schon das Schrecklichste ausmalen. Aber naja, wir sind jetzt jedenfalls in der Phase, wer jetzt nicht wach wird, der bleibt vielleicht im schlimmsten Albtraum hängen dann. Und von daher, es wird sich jetzt Wechselwunsch. zeigen, ne? Es wird sich zeigen, wir sind jedenfalls an einem Punkt, ja, der ganz faszinierend ist, der mehr als alles, was vorher war, glaube ich, uns nicht im Nebel lassen wird mit der Frage, wie gut lassen sich die anderen Lebensformen schaffen und wie stur oder offen können andere Menschen sein. Ja, dann sag doch dem Luis schönen Gruß. Das ist schade. Denn der hat wichtige Fragen gestellt und manchmal kann ich die erst in der nächsten Sendung beantworten und jetzt will ich sie beantworten und er ist nicht da, ne? Aber er kann sich ja die Sendung anschauen. Also, dann mache ich mal los. Luis hat
uns hat gefragt, welche Logiken wir haben. Und das ist schon richtig so. Wir haben zwei unterschiedliche Logiken und Physiken. Zum Beispiel meine naturwissenschaftliche Logik und Physik ist anders als Affis und anders als Hennings. Henning hat sogar eine eigene Physik, eine neue Physik, eine eher esoterische Physik. Ja? Also, und zwar, bei mir ist die Frage immer, wenn ich rangehe, meine Logik fußt darauf, welche Sparte profitiert riesig dadurch, dass sie behauptet, es gebe keine Gespenster, keine Geister, keine Seelen, keine Götter, keine Vernunftseelen und so weiter. Also ich frage mich, ob ich bin ja beobachtungsorientiert, empirisch nennt man das. Also ich sage, die Physiker schauen ins Universum rein und die Mehrzahl der Physiker sagt, sie sehen weder Geister noch Gespenster noch Seelen noch Götter noch Vernunftseelen und so weiter. Das gibt's, das sehen die alles nicht. Also sagen sie, es gibt es nicht. Jetzt könnte es aber sein, dass das ein vorteilbringender Irrtum ist. Nur, ich habe noch nie eine Sparte finden können, und vielleicht habt ihr da eine Idee, welche Sparte könnte davon profitieren, dass sie behauptet, dass es eben keine Gespenster, Geister, Seelen und, so, und Götter und so weiter gibt. Ich kenne nur Sparten, und zwar zum Beispiel die Konsumsuchtsparten, die profitieren wahnsinnig für die Behauptung, es gebe Seelen, Götter und weiter und so weiter. Das ist so, genauso wie in der Psychotherapie Sigmund Freud, das ein richtig guter, vorteilbringender Irrtum war, zu behaupten, es gebe das Unbewusste und die Verdrängung. Und die gibt es einfach nicht. Das habe ich ja damals dann erkannt. Bevor ich meine Praxis geschlossen habe, musste ich das ja erkennen, dass es diese Dinge nicht gibt. Und eben unsichtbare und nicht existente Dinge zu behaupten, ermöglicht immer die Manipulation anderer Menschen und das Ausschlachten. Also ich selbst habe also aus diesen Logiken heraus den Schluss gezogen, dass ich diese Behauptung, dass es bestimmte Dinge gäbe, die Physiker nicht gesehen haben in diesem Universum, dass es die einfach nicht gibt und dass ich in diesem Sinne diesen vorteilbringenden Irrtümern, zum Beispiel der Konsumsuchtsparten, nicht glaube, in meiner beobachtungsorientierten Perspektive. Jetzt wäre nur die Frage, Öffi hat ja ein ganz anderes Weltbild. Er glaubt ja viele Dinge, Wechsel, also sagt mir, wo ich mich da irre, gell? Ja, Wechsel 2. Wie ich auch in den Diskussionen mit Louis immer sage, also wir haben ja im Moment täglich, also wochentäglich, haben wir Klärungstelefonate, die durchaus mal eine Stunde auch dann gehen können. Und also ich sage ihm schon immer, wenn er da irgendwelche Vorstellungen äußert, was ich alles so denken würde und für richtig halten würde und glauben würde, oder wenn er meint, wie ich da auch bestimmte Prozesse, Klärungsprozesse, Konfliktklärungsprozesse vielleicht vorantreiben wollte, hat er mich gefragt, zuletzt noch, Öffi, willst du jetzt mich vor die gesamte Vertrauensgruppe, also gemeint ist jetzt die mit dem Camp in Berlin da verbunden ist, und die so als Spiegelgruppe sich versteht, also sich gegenseitig zu spiegeln eben auch, ne? Wie sehr halten wir uns an unsere Wahrheitsansprüche und unsere Umgangs- und Kommunikations- und Klärungsmethoden. Also inwiefern ich ihn davor diese Gemeinschaft jetzt mal bringen wollte mit irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten, die wir haben. Und ich habe gesagt, Louis, der Öffi ist ein Minimalist. Also ich versuche, alles so gering wie möglich zu halten, auf der Suche nach dem fundiertesten, also bodenständigsten Einigungsnenner für globale Verantwortung. Und dementsprechend, so habt ihr ja auch bei meinen ersten Beiträgen heute wieder gehört, ich gehe da hin und gucke, was ist das, wo alle Menschen eigentlich Ja sagen können müssten, wenn sie alleine schon auf sich schauen, was sie sind und was ihre offensichtlichsten Grundinteressen sind. Und dann sage ich, was müssen wir machen, um gemeinsam zu einer tragfähigen Verantwortungsgrundschiene zu kommen. Und mehr, da habe ich zwar viele Ansichten, aber die sind erstmal nicht wichtig.
Du kannst Erstmal nicht. Janik fragen. Naja, im Prinzip bin ich ja fertig so. Ja, wenn das erstmal reicht. Ja. Wechsel 4. Also, soweit meine Antwort an Luis. Und jetzt, ich gehe einfach mal weiter in dem, was ich höre ja immer die Sendung ab und dann, was ich dann mir aufschreibe. Also, nochmal zur Biologie, die Janik ja auch letztens gefragt hatte, so wie sich das alles verhält mit den Bonobos und so weiter. Ich mache mal noch ein Beispiel. Kain tötet Abel nur, wenn Abel die einzige Frau monogam besitzt, wodurch jedes Kind, also wenn Abel mit dieser Frau Kinder bekommt, dann trägt jedes Kind 0,25 der wichtigen eigenen Gene von Kain. Würde er den Abel töten und dann mit dieser Frau Kinder haben, dann würde jedes Kind 0,5 der wichtigen Gene, also doppelt so viel, tragen. Wobei es aber auch einer Schwester in der Natur sehr häufig, die oft nicht solche aggressiven Möglichkeiten hat, ist die Schwester zum Beispiel oft sehr zufrieden damit, dass sie die Kinder ihrer Schwester, also ihre Nichten und Neffen, betreut und ihr reicht es dann, die 0,25er zu versorgen, weil sie eben Mädchen oft nicht so gewaltbereit sind wie Männer. Ja? Aber ja, so viel einfach dazu. So ist halt die Biologie, dass es immer um dieses Abwägen der 0,25, 0,125, 0,5 oder so geht. Und mehr geht nämlich nicht. Also mehr als 0,5 geht ja nicht bei uns Menschen. Ja, Wechsel, also Ende. Meine Zeit ist um für diese Runde. Janik hat noch ein Ja, schönes Konto. Wechsel 3. Ja. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, sage ich mal, von dieser biologisch-materiellen Denkweise her Sinn macht. Also dieses sich materiell, biologisch, körperlich auszubreiten, ne? Oder dieser Ausbreitungs-, Erhaltungswille jetzt auf materieller Ebene. Ich denke aber, dass das halt nur ein Teil ist, ne? Also ich denke halt, dass es wichtig ist, ja, oder dass es vor allem entscheidend ist, dass die Geistesinhalte weiter vermittelt werden, und dazu braucht man kein eigenes Fleisch und Blut weitergeben, sondern das kann man auch an andere Lebewesen, Menschen weiter vermitteln, und dann kann das auch weiter leben, dieser Geist, also dieses, ne? Und ja, das ist, denke ich, was ganz Entscheidendes. Und ja, da frage ich mich dann auch, also was bringt es dann, ein Körper zu zeugen oder zu in die Welt zu setzen, der dann aber gar nicht nach den eigenen Geistesinhalten oder Idealen so auch weiterlebt, ne? Also das sind zwei verschiedene Ebenen, wo dieses Weiterleben, dieses Fortbestehen, stattfinden kann. Wechsel. Nächste Runde. Ja, würde ich sagen. Und da kann ich anfangen, wenn ihr mögt. Sekunde. Also Wechsel 2. Ja. Ja.
Ja, also ich denke, das, was der Jannik da sagt, das ist sehr stimmig schon und eine hohe Logik, sage ich mal. Aber eigentlich auch naheliegend. Also ich fange wieder von unten an. Also was jeder Mensch eigentlich, ja, wo er eigentlich es nachvollziehen können müsste und sagen müsste, ja, da gehe ich mit. Denn du, Dylan, sagst ja immer, die Naturwissenschaften haben uns so programmiert, dass es um die Genweitergabe geht. Jetzt sind wir Menschen aber nicht mehr nur die Tiere, die da unbewusst herstapfen und ihre Gene einfach um jeden Preis weitergeben wollen. Jeder Mensch, auch wenn er jetzt nicht zum hochgeistig, mystischen, erleuchteten wird, wird sagen, naja, aber wie viel ich von dem einen oder anderen habe, hängt davon ab, ob ich das bewusst erlebe überhaupt. Ne? Also was ich nicht erlebe, das kann mir eigentlich am Arsch vorbeigehen. Ich muss es erleben und es muss mir Spaß bereiten oder mir Freude bereiten, mich erfüllen, dann habe ich was davon. Also wenn die Natur mich so programmiert hat, auch, dass es mir unbedingt darum gehen müsste, die Gene fortzupflanzen, ja, dann leben da vielleicht welche, die haben die Gene. Deren Bewusstsein habe ich nicht. Also was die erleben in ihrem Leben, erlebe ich nicht mehr. Also im Prinzip ist wichtiger, was ich jetzt so erlebe hier. Und ich glaube, dass da viele Leute deshalb auch aus dieser Fortpflanzungslogik ausscheren jetzt, weil eben viele Leute sich sagen, also wenn ich Kinder zeuge, das macht mir Stress, das macht Arbeit, da habe ich dann nicht so viel Spaß dran oder kann nicht so sehr mich Wechselwunsch. ausleben. Ja, gleich. Mit meinem Individualismus hier und meinem Spaß haben wollen, kann ich mich nicht so gut mit ausleben. Also mache ich es lieber ohne Kinder. Weil die gucken auf ihr Bewusstsein. Ne? Was bringt es für ihr Bewusstsein? Und ich gebe erstmal an dich und setze da dann später fort mit der nächsten Stufe, die Yannick beschrieben hat, und mit der noch höheren Stufe des Ende. mystischen Bewusstseins. Ja, Wechsel 4. Ja, da sind wir ja auch schon wieder an dem Punkt, dass es für uns, für mich als naturwissenschaftlichen Denker, gibt es ja keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Es gibt keinen Sprung, also zum Geistwesen. Das gibt's ja für mich gar nicht, ja? Sozusagen, vielleicht ist es pathologisch nach Kant zu denken, wir sollten die beste Regelung für ideale Gemeinschaft und so weiter suchen. Ja, eben, also erstmal so viel. Also ich für mich sage, der Mensch ist genau das gleiche wie der Bonobo, nur etwas differenziertere Sprache. Und aber alle Naturgesetze, die für andere Lebewesen gelten, gelten auch für uns. Und das ist ja eben das, wo Luis zu Recht gesagt hat, ja, das sind unterschiedliche Logiken und unterschiedliche Argumentlogiken und wir nähern uns nicht an, weil weder ich zum Beispiel den Öffi überzeugen kann, noch der Öffi mich. Ja? Also insofern hat Luis das schon richtig angesprochen. Es könnte auch das Irrationale rauskommen beim Argumentieren. Erstmal so weit. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also, wenn wir jetzt den Menschen auf der Straße treffen und du sagst ihm die Naturwissenschaften, du bist ein Tier, ne, dir geht es halt in erster Linie um die Genfortpflanzung und so. Also ich glaube, viele würden sagen, ja, ist ja alles gut und schön. Aber wenn ich da irgendeinen Spaß, eine Freude, eine Genexistenz in Zukunft, wenn ich da nichts von habe, wenn ich da nichts bei erlebe, wenn das nur ein anderes fremdes Lebewesen ist, ohne Bezug zu meinem Wechselwunsch. Bewusstsein, dann kann ich damit nichts anfangen. Gib mir lieber irgendwas, wo ich hier die nächste Party feiern kann und mal wieder dick Spaß habe, oder gib mir ordentlich Geld auf mein Konto, dass ich konsumieren kann. Das ist was, was für mich handfeste Lebensqualität hat. Das andere ist für mich, ja, ist egal, wie meine Gene sind, aber ich empfinde das so, dass mir das nichts groß bringt. Und ich kann es an dich Ende. weitergeben und danach komme ich mit den zwei Stufen dann. Ja, Wechsel 4. Ja, also ich hatte gehofft, das wäre beim vorletzten Mal schon geklärt worden. Das mit der DNS-Weitergabe ist das oberste Ziel. Aber oberste Motivation des Menschen zum Beispiel ist, guten Sex mit der hübschen Frau zu haben. Also der Arzt, der also quasi der Professor, der Chefarzt, dessen oberstes Ziel ist der tolle Sex mit all den Krankenschwestern und hübschen Ärztinnen. Aber das dahinter steckende biologische Ziel ist die DNS-Ausbreitung. Aber niemand interessiert sich für die DNS, sondern nur dafür, den guten Sex zu haben. Und in der Natur führt das automatisch zur DNS-Weitergabe. Wechsel.
Ja, Wechsel 2. Das ist ja auch gut und schön mit den Mechanismen, aber es ging ja jetzt darum, dass wir mit Leuten reden. Und es geht darum, denen irgendwie zu erklären, was könnten sinnvolle Motive für sie sein. Und geht ja darum, ah, ich habe keine Kinder oder so, wie schlimm. Und wenn aber der andere vor dir steht, sagt er, ja Mensch, hör mal, wir haben doch heute andere Möglichkeiten. Die Frau kann die Pille nehmen, man kann ein Kondom nehmen und so weiter. Du kannst viel Spaß haben. Wenn die Frau ein Kind kriegt oder so, dann hast du eher ganz viel Ärger an der Backe oder kannst nicht so viel guten Wechselwunsch. Sex in der Schwangerschaft. Ja, alles gut und schön. Also im Prinzip, wenn wir so drüber reden, was macht uns glücklich? Dann, ja, bitteschön, bitteschön. Ja, piep, piep, weil jetzt das auch deine Zeit jetzt zu Ende war. Okay, Aber alles klar. ja. Ich lasse nur gerade die Uhr noch auslaufen, damit das hier alles stoppt. So, Wechsel 4. 6. Ja, das Problem ist nur, Öffi, aus naturwissenschaftlicher Sicht sind alle, die so denken, verschwindende. Also alle, die so denken und auch die geistige Weitergabe von geistigen Inhalten geht ja nur, wenn die Leute genetisch das Potenzial haben, diese geistigen Sachen auch zu verstehen und in ihr Gehirn aufzunehmen. Also Yannick, verstehst du, niemand übernimmt unsere Ideen, wenn er nicht genetisch die Basis dafür hat, klug genug zu sein, solche Ideen aufzunehmen. Sondern die anderen, zum Beispiel die Frau, mit der ich heute gesprochen habe, ich habe heute mit vielen Leuten gesprochen, aber diese Frau, da bleibt nichts hängen von dem, was ich gesagt habe, weil sie die vorteilbringenden Irrtümer, die sie im Kopf hat, es waren etliche im Gespräch zu erkennen, die glaubt sie viel mehr als das, was ich hier reinbringe. Und wir, die wir die Voraussetzung haben, so hochkarätig zu denken, wir werden aussterben, also ich zumindest, ja? Ich werde aussterben, auch mein Bruder hat keine Kinder, ja? Hat sich dagegen entschieden bis jetzt. Also, das heißt, und damit stirbt die Basis für diese Denkfähigkeiten und diese geistigen Inhalte überhaupt weiter transportieren, stirbt aus. Also, wir verschwinden einfach alle. Wir werden alle verschwinden. Und auch Öffi, auch wenn er jetzt Kinder hat, aber es kann auch sein, dass er in einer Generation auch seine Linie ausstirbt, ja? Weil wir nicht konkurrenzfähig sind im Kapitalismus. Wechsel? Ja, Wechsel 3 Ja. zu dieser Weitergabegeschichte. Naja, als Beispiel jetzt, also mit Anfang 20, so mit 22, da war ich ja noch gar nicht so drin in dieser Denkweise. Da habe ich dann zum ersten Mal, also vor ungefähr 10 Jahren, Öffi getroffen in Dagelitz. Und da hat er dann ja mich auch so, ne, hat er mir dann ganz viel erzählt und ich habe da nicht viel verstanden. Ich habe da nicht viel von begriffen, was er gesagt hat. Jetzt so ungefähr 10 Jahre später, vermute ich mal, kann ich davon schon ein bisschen mehr verstehen. Und das heißt, dass dadurch ja dass das schon möglich ist, diese Geistesinhalte weiter zu vermitteln, sodass sie dann auch bleiben können und verstanden werden können. Und Wechselwunsch. dann ja, und dann ist ja gut. Und dann, wenn ich das jetzt auch noch weiter erzähle und sich das dann diese guten Botschaften und Lebenskonzepte ausbreiten können, also haben wir doch eine gute Entwicklung. Wechsel. Wechsel 4. Ja, aber eben, die Ideen können nur weitergegeben werden, wenn auch Empfänger da sind, die genetisch eine Intelligenzbasis haben, dass sie das Hochkarätige überhaupt verstehen. Sonst nehmen die Leute das gar nicht an von uns. Du hast das angenommen, weil du eine Grundklugheit hast. Aber andere würden es nicht annehmen. Aber ich gehe nochmal provokativ, weil ich hier so viel stehen habe. Ja, stell dir vor, ich wäre jetzt also Klinikleiter geworden, ich wäre Professor der Psychologie geworden und so weiter. Hätte jetzt ganz tolle Mädels, die sich alle und auch Studentinnen, die sich für mich interessieren, mit mir ins Bettchen zu hüpfen. Ja, und ich hätte diese Krankheiten, Moral und Wahrheitsorientiertheit nicht. Ja, also so rum könnte man die Welt ja eigentlich auch sehen. Wechsel.
Ich habe meine Zeit, glaube ich, verbraucht, Du oder? kannst aber in jeder Zeit natürlich Janik immer fragen. Du weißt ja, du kennst dich ja aus. Ne? Ja, wenn er nichts mehr sagen will, ne? Also Ja, ansonsten. mir fällt gerade nichts ein, deshalb würde ich schon natürlich was abgeben können. Ja, weil mir fällt da jetzt, bin gerade vielleicht nicht so Ja. konzentrativ auf dem Level. Also Ja, gebe ich es gern ist, noch Zeit wir haben ab. auch schwierige Themen. Wechsel 3, also. Okay. Ja, aber guck mal, Dylan. Auch das, also der Mann auf der Straße, es ging ja um die Frage, wie sehr ist das Leben glücklich oder leidvoll, ne? Also auch wenn wir jetzt gucken, du sagst als Professor, ne, die Frauen wären da gewesen, vielleicht auch welche mit Kindern und so. Ja, aber jetzt hat man es nicht und inwiefern leidet man? Der Bauarbeiter auf der Straße würde sagen, naja, die Kinder, deren Erleben ist deren Erleben, man hat nur seins, ne? Also lasst uns möglichst viel Spaß haben. Bei den Frauen, man hat besseren Sex, wenn die nicht immer schwanger sind und mit den Kindern, da muss man dafür bezahlen und so. Also es gibt auch andere Möglichkeiten heutzutage, viel Glück zu haben in seinem Leben. Irgendwann schaltet sich das Licht aus und dann ist sowieso vorbei. Also was Letzten leidest du darum, Wunsch. ne? Genieß den Spaß mit uns, wie wir ihn so auch gerne haben, ne? Und sei ein moderner Konsummensch. So, ich gebe erstmal an dich weiter und danach kommen die 2 Stufen irgendwann. Ja. Ja, Wechsel 4. Ja, das bedeutet letztendlich, aber das ist eben die naturwissenschaftliche Überlegung, dass die Klugen verschwinden. Und die Primitivsten des Kapitalismus übrig bleiben, weil die nämlich irgendwie Kinder machen und einfach in diesem Gemetzeltopf mitmachen. Erst einmal wechseln. Ja, okay. Klar, kann alles sein, ne? Aber erstmal, ne, die hätten auch gar nicht den gesteigerten Wert darauf, die Kinder zu machen, ne, sondern Spaß zu haben. Aber das, was Yannick sagt, ist auch etwas, ich nehme wieder den Bauarbeiter. Wenn er hört, dass Yannick sagt, gut, deine Gene weitergeben, ne, dann sind da irgendwelche mit deinen Genen. Was sagt das schon, ne? Sagt nichts drüber, was die überhaupt für ein Bewusstsein haben. Und jedenfalls ist es nicht dein Bewusstsein. Also, du hast da nichts mehr von. Also, da wird der Bauarbeiter jetzt sagen, ja gut. Dann habe ich nichts davon, wenn da meine Gene noch irgendwie weiter rumlaufen und ich bin ausgeschaltet, mein Licht ist aus. Aber ich habe auch nichts davon, wenn die jetzt irgendwelche Ideen von mir haben, ne? Also was habe ich davon oder welche Freude ist das für mich, dass die jetzt irgendwelche Gedanken oder Ideen, die ich jetzt hier heute sage oder die ich ihnen weitervermittle, ne, dass die das haben. Ich bin ja trotzdem ausgeschaltet. Ob die meine Gene haben oder meine Ideen, da bin ich nicht mehr. Piep, Bei mir ist dunkel. War das meine Zeit oder die Zeit von Janik jetzt? Gut, dann können wir die du nächste hast noch Stufe. 20 Sekunden. Ja, dann kommt, also ich kündige an. Die nächste Stufe wird die sein, wie man dem Bauarbeiter erklären kann, dass er mehr davon hat. Okay. Ich gehe jetzt noch mal Wechsel 4. Ich habe noch Konto. Ich gehe jetzt noch mal ganz bewusst jetzt noch mal auf das, was ich eigentlich Louis sagen wollte. Ja, Louis hat ja das letzte Mal gesagt, so, ach nein, im Kapitalismus, da kann man der gute Ausnahmepädagoge sein und da wirken dann die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten nicht, sondern ich kann auch ein guter Pädagoge sein und trotzdem überleben im Kapitalismus. Das ist dieselbe Illusion, die wir auch haben. Oh, ich kann der gute Ausnahmeheilpraktiker sein, der nicht sein Geld dafür kriegt, je kränker die seine Kunden sind, sondern ich bin dann wundersam im Kapitalismus die Ausnahme und deswegen ist das okay, wenn ich da mein Geschäft mache. Ich kann der gute Ausnahmelieferant sein, wenn ich ein bisschen Bio an dran schreibe, dann ist alles toll, was ich mache und dann verdiene ich Geld nicht mehr durch Schädigung der Leute, sondern mache jetzt was Gutes im Kapitalismus. Das sind durch diese Illusionen, ja, kann man dann eben die anderen abzocken sozusagen. Aber es gibt diese vermeintlichen Marktlücken nicht. Aber meine Empfehlung an Louis wäre wiederum ganz anders. Nämlich ich würde sagen, ja, mach's doch genauso. Rede dir einfach ein, es gibt diese Ausnahme und dann mach in dieser Sparte Karriere und mach Erfolg und dann hast du vielleicht was davon und hast vielleicht dann hinterlässt viele Kinder und so weiter oder hast viel Spaß und guten Sex und so weiter und dann geht's dir besser als mir. Ja, ja, erstmal soweit, Ende. Neue Runde. So.
4, ja, ich will das gerade nur noch mal abrunden hier. Ja, das heißt also, wo Louis Geschäfte macht, sollte er eben seine vorteilbringenden Irrtümer beibehalten. Und er hat ja diese schönen vorteilbringenden Irrtümer. Es gibt eben doch gutes Tun im Kapitalismus. Komischerweise wirken dann da irgendwie die Marktgesetze nicht. Und deswegen, ja, und außerhalb der eigenen Sparte sollte man eher nicht auf die vorteilbringenden Irrtümer der anderen Sparten reinfallen, möglichst nicht so viel. Aber innerhalb der eigenen Sparte kann man eben, der Professor, der Chefarzt, der fällt auf seine eigenen Irrtümer seiner Sparten rein und hat dann eben guten Sex, den ich im Moment nicht habe. Übrigens, Gela wurde angesprochen. Also zum Beispiel hätte sich da, ach so, das muss ich noch dazu sagen. Übrigens, diesen Unterschied gibt's ja gar nicht. Auch die Bonobos, da ist das ein geistiges Geschehen. Also geistige Annäherung ist immer die Voraussetzung. Wobei natürlich bei Bonobos es auch manchmal etwas schneller geht, wenn die jungen Frauen zum Beispiel in die neue Kommune gehen. Aber zum Beispiel bei der Gela, da hat einfach auch noch, die war eine Woche da, aber da hätten noch vielleicht mal ein, zwei Wochen geistige Annäherung gefehlt. Und dann hätte man vielleicht da auch Sex haben können. Aber gut, da war sie dann schon wieder weg. Ja? Also was ich damit sagen will, auch in meiner Gruppenehevorstellung ist die geistige Ebene natürlich eine ganz wichtige Ebene. Aber eben nicht die einzige, ne? Erstmal so viel, Wechsel. Ja, wenn Yannick was sagen will, sonst setze ich mal fort. Also der Louis irrt natürlich da. Also der Louis redet sich was ein, um jetzt nicht hier weiter flott mitmachen zu müssen in Richtung Schenker-Revolution. Aber da hat er mit sich zu ringen, ne? Da reden wir ständig drüber. Und ich sage ihm ständig auch, dass ich glaube, er wird nicht glücklich mit so Dingen wie, ja, zu sagen, also ein hoher Anspruch für ihn ist ja noch die freie Argumentekultur. Aber zu sagen, dass er bei der freien Argumentekultur den Wichtigkeitsmaßstab rausnimmt ein Stück weit und das damit nicht so alles sortiert, das macht einen doch nicht glücklich auf Dauer. Das ist doch zu unstimmig. Und genauso, dass egal wie viel man sich erhofft, wie die Welt sich ändern könnte, aber dass man das Bestmögliche an, also Vernunftdenken, an freie Argumentekultur, dass man sich schon freut über das Bestmögliche und dass man mit den Menschen, mit denen man am meisten anfangen kann, egal wie viele Fehler die noch haben, wenn es weniger Fehler sind als bei allen anderen, dann freut man sich und nutzt auf jeden Fall die Chance. Es gibt nie ein Argument dann, das Potenzial an Vernunftmenschen da sein, an freier Argumentekultur ausleben, mit den Menschen, mit denen es am besten geht, nicht zu nutzen. Ist auch total unstimmig. Und wenn man da was anderes vorzieht, gut, ich meine, man kann versuchen zu sagen, es gibt dann auch einen Weg, der okay ist, innerhalb der Anpassung an die Nicht-Vernünftigkeit, an nicht-freie Argumentekultur, an Nicht-Menschengeschwisterlichkeit. Aber das ist ja alles, also unter uns, ne, klarer Fall, da wird man mit stranden. Das tut einem auf Dauer nicht gut. Aber jetzt komme ich da zu der Stelle, der Bauarbeiter steht vor mir und sagt, ob meine Gene in 50 Jahren rumlaufen, juckt mich doch nicht. Ob meine Ideen in 50 Jahren rumlaufen, juckt mich doch nicht. Was habe ich davon? Dann kann ich ihm zwei Dinge sagen, warum der idealistische Weg auch jetzt schon für ihn eine höhere Lebensqualität bedeuten kann. Ein mehr Erleben, schönes, gutes Erleben. Und das eine ist eben, dass wenn ich hingehe und vermittle nicht nur irgendwelche Ideen, sondern Ideen, die sind schön, die sind verantwortlich, die dienen der Welt, dann fühle ich mich nicht als Schwein, sondern ich fühle mich ganz anders. Das ist ein gutes Gefühl für Liebe, Verantwortung, Vernunft zu leben. Ist besser als der andere Kram, als was weiß ich, da in die Spielhalle zu gehen oder Karriere machen zu wollen, in der Konkurrenz die anderen da sozusagen von der Leiter zu schubsen. Das ist schöner einfach, werde ich ihm sagen. Du fühlst dich besser, ne? Und das ist was, das ist dann, ja, egal, ne, was die Kinder machen, aber das tut direkt besser. Bitteschön. Wechsel 4. Ja, das Entscheidende ist ja, dass er sich gar nicht als Schwein fühlt. Das ist ja die Kunst des vorteilbringenden Irrtums. Dass er eben keinerlei Schuldbewusstsein hat, das ist ja die Idee, dass bei den Schenker-Gemeinschaften immer die Idee ist, als würden die Leute
sich einer Schuld bewusst empfinden. Ich war mir in den Jahrzehnten, wo ich meine Praxis betrieben habe, keinerlei Schuld bewusst. Ich habe das nicht gemerkt, dass ich da Irrtümer anwende, die mir Geld bringen, aber den Patienten nichts bringen. Das war mir nicht bewusst. Wechsel? Ja, also wenn Jannik nicht was hat, so direkt so, mache ich noch eine Spur weiter. Ja, also ich glaube dir das nicht ganz, Dylan. Weil zumindest in der heutigen Zeit ist es so, die Leute rennen zwar alle rum und blenden alles aus, ne, das wird schön vernebelt und in den Schatten gedrückt. Und trotzdem weiß jeder, die Menschheit richtet sich zugrunde, wir sind durch die Strukturen schuldig an den verhungernden Kindern der dritten Welt, wir laufen vielleicht Gefahr, dass wir die Lebensgrundlage der Kinder der Zukunft ruinieren, es kleben sich welche mittlerweile auf die Straßen dafür. Also keiner kann sagen, ich hab nix mitgekriegt. Bisschen, Dylan. Wechsel 4. Ja, also ich komme nochmal zurück auf den Punkt, was ist, wenn ich jetzt einfach sage, vielleicht bin ich einfach nur ein gestörter Mensch. Anstatt Professor zu werden, guten Sex mit all den hübschen Krankenschwestern zu haben, bin ich ein gestörter Mensch, der eine theoretisch tatsächlich ja glücklichere mögliche Welt nicht erkannt hat, dass das nur eine theoretische Möglichkeit ist, die aber mit diesen Menschen praktisch nicht möglich ist. Ja? Und dass ich insofern nur einfach verrückt bin oder gestört bin, weil ich das Gute und das, die Wahrheit und diese Lösung, die gute Lösung die für dieses Universum wollte, aber dieses Universum erlaubt keine gute Lösung. Wechsel? Ja, ich mache mal weiter. Halt, also du musst immer erst Jannik fragen. Ja, bitte. Bei dir war Jannik, doch schon Ende. Meine Zeit ist vorbei. Ja. Ja. Entweder Jan oder nächste Runde oder wie auch immer. Also wenn, Öffi, wenn Piep Piep ist, dann ist 20 Sekunden später deine Zeit ganz am Ende. Und dann kannst du aber Jannik fragen. Ja, ja. Ich bin mit allem einverstanden. Ja, ich kann ja mal, Wechsel 3, ich kann ja mal kurz was sagen und dann vielleicht auch nochmal, wenn's passt, dann auch nochmal meine Restzeit weiterreichen. Also naja, man muss doch dann auch erkennen, dass dieses Leben in diesen Irrtümern, dass das auch ein Leiden verursacht. Also auf äußerlicher Ebene kurze Spaß gefallen im Sinne von sexuellem Höhepunkt, aber der geht dann ja auch wieder vorbei. Und dass das Geld einen auch wieder nur kurzfristige Befriedigung und nicht tiefere Seelenbefriedigung liefert, das muss man dann doch auch erkennen. Und dass man durch dieses Erkennen der vorteilbringenden Irrtümer ja auch in einer gewissen geistigen Tiefe dann leben kann, was man nicht hätte, wenn man diese Irrtümer nicht erkannt hätte, kann man ja wertschätzen und sich daran auch erfreuen. Wechsel. Und dann gebe ich meine Restzeit auch gerne noch an Öffi frei, wenn da auch noch was sagen möchte. Ja, kann auch was sagen, wenn die Zeit noch da ist, vor der nächsten Runde. Dylan, du machst dir das Leben zum Teil aber auch unnötig schwer, weil wenn man jetzt mit Verrücktsein auch versteht, eben, dass jemand nicht rational zu denken imstande ist, ne? Also wenn jemand sagt, der Stein fällt nicht zu Boden, 2 und 2 ist nicht 4 und läuft mit offener Hose durch die Innenstadt, der läuft ja viel mehr Gefahr, in die Klapse zu kommen, als jemand, der versucht, so vernünftig wie möglich zu leben. Und wir haben sogar die Möglichkeit, die anderen in die Enge zu treiben. Also wenn du gesagt hast, früher in deiner Praxis hast du es nicht so erlebt. Also ich kann dir sagen, seit 1991, auch vorher schon, versuche ich mit Menschen zu diskutieren. Da begegnet mir keiner, der aus einem reinen Unschuldsbewusstsein heraus dabei bestehen kann. Sondern meist wird relativ nach kurzer Zeit das Gespräch verdrängt, weil ich die Leute an Tabupunkte bringe. Die spüren sie, dass das innerlich wehtut, dass sie damit sich nicht im Reinen sind, dass sie in Zersplitterung und in Zerbrochenheit innerlich sich fortbewegen. Und deshalb weichen sie dann aus und so. Also der wahnsinnige Verrückte, der nur unsinniges Zeug daher brabbelt, der sieht anders aus als jemand, der eigentlich jeden anderen Menschen um sich herum in rationale Bedrängnis bringen kann. Also insofern kannst du dich da freuen, ne? Das ist vernünftiger, das ist verantwortlicher, das ist liebevoller. Und wir können dem Bauarbeiter gemeinsam sagen, lieber Bauarbeiter, wenn du dich dafür entscheidest,
kann es dich in dieser Weise glücklicher machen als anderes, wo man entweder mit der Verdrängung oder mit dem Bewusstsein, wie ein Schwein hier seine Vorteile haben zu wollen, weitermachen. Also wähle das direkt in dieser ganz primitiven Weise bessere, es fühlt sich besser an. Aber es gibt noch eine andere Dimension. Da weiß ich dann nicht, ob der Bauarbeiter mir da so leicht folgen kann. Aber das ist jetzt die, nennen wir es mal, mystische Dimension. Die ist aber auch mit schönen Bildern eben durchaus eingängig zu beschreiben. Und zwar, was sind wir eigentlich? Piep, piep. Ja, dann nutze ich die paar Sekunden noch und dann in der nächsten Runde weiter. Was sind wir eigentlich? Was ist denn dieses Erleben, wo es uns so drauf ankommt? Was nicht der Körper ist, nicht die Gene, was auch nicht irgendwelches einfach Übertragen von Ideen ist, wo wir da nicht mehr sind. Was sind wir denn? Und wie kann uns das das höchste bewusste Glückserleben überhaupt, auch auf Dauer, für Ewigkeit, vermitteln? Ende. Wechsel 4. Ja, ich mache einfach mal weiter jetzt so. Ich selbst habe ja keinen anderen Weg. Ich kann nichts anderes tun, als Leute zu gewinnen für diese glücklichere Welt, die aber nicht versteht. Aber ich versuche es trotzdem. Nochmal, ich erzähle mal, es gibt sehr viele Bücher, wo Frauen zum Beispiel beschreiben, welche gewaltigen Schmerzen und Qualen und Erbrechen sie hatten bei der Krebstherapie. Ja? Da hat also ein Professor oder ein Arzt seine vorteilbringenden Irrtümer geäußert und hat gesagt, ja, das ist Schicksal, dass Sie jetzt Krebs haben, das kommt nicht, das kommt irgendwoher schicksalhaft und ich versuche Sie jetzt zu retten, heldenhaft, indem ich Sie foltere mit diesen qualvollen Therapien und Schmerzen. Und dann glauben diese Opfer tatsächlich, diese vorteilbringenden Irrtümer, das ist meine einzige Rettungschance und das Leiden und das gefoltert werden, wird ertragen als völlig unvermeidlich und schicksalhaft und der Arzt verdient Millionen und das Krankenhaus ebenfalls Millionen bei dieser Behandlung. Das zeigt, Janik, nochmal, um dir das nochmal klar zu machen, das zeigt, dass eben nicht die Menschen irgendwie zu faul oder zu bequem sind. Die glauben einfach die Irrtümer und wenn sie die Irrtümer glauben, kannst du sie foltern und sie finden das noch toll und empfinden den Folterer als den heldenhaften Arzt, der sie versucht zu retten. So funktionieren Irrtümer wirklich. Ja, und jetzt, ich lese einfach noch mal ein bisschen was vor, weil ich ja auch den Zuschauern noch mal ein paar Ideen reinbringen will. Ich habe die Moral ernst genommen. Ist das der größte Fehler im Kapitalismus, den man machen kann? Jetzt kann ich nur auf andere hoffen, die gleichen Fehler gemacht haben, beziehungsweise die, so wie ich, das die ganz große Glückschance verstehen und es machen. Aber faktisch ist leider so, dass diese Leute nicht da sind, ja? Sondern die Leute rufen an und sobald ein bisschen Hinterfragung ihres kapitalistischen Weltbildes stattfindet, sind die Worte fort. Und dann, noch zum Schluss dieser Runde, weil ja gleich dann meine Zeit auch zu Ende ist, ja, nochmal klar machen, das Kind kommt in der Natur aus der Mutter. Ja, kein Bonobo-Mann käme jemals auf die Idee, dass er mit diesem Kind etwas zu tun hätte. Das ist das Eigentum der Mutter, denn die Bonobos und wir wussten ja früher noch gar nicht, dass der Vater irgendwas mit diesem Kind zu tun hat, dass die Männer, sondern das waren reine Produkte der Frau. Und bei Bonobos müssten wir auch den Vaterschaftstest verbieten. Naja, Ende, nächste Runde. Ja, so. Wechsel 4. Ja, ich mache das nur gerade zu Ende, diesen einen Punkt. Also, bei Bonobos müsste man den Vaterschaftstest verbieten, denn wenn jemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, endet sofort die Friedlichkeit und die Gewaltfreiheit bei den Bonobos, weil nämlich dann die Männer genau wissen, wenn sie das Kind des anderen töten, haben sie eine Möglichkeit, wieder selbst
mehr eigene Gene in die Zukunft zu bringen. Und das würde dann wahrscheinlich sogar auch stattfinden, auch wenn bei Bonobos alle Brüder und Brüder sind, Onkel und Neffen und Väter und Söhne und so weiter. Trotzdem würde es wegen dieser 0,25, 0,125 und 0,5 Problematik wahrscheinlich bei Bonobos wieder zu Gewalt kommen, sobald die wissen, wer der Vater welches Kindes ist. Ja? Erstmal so viel, sagt mir, wo ich mich bei all diesen Punkten jetzt gerade geirrt habe. Wechsel. Ja, von mir aus wechselt's mal, wenn der Janik nicht direkt was auf der Zunge hat. Ja. Und ich mach mal, weil es ein Stück weit auch das beantwortet, also wie gesagt, für den Bauarbeiter ist auch die Frage eben, welches Kind ist von ihm. Ne? Wie gesagt, die Kinder sind auch gar nicht so wichtig wie der Spaß. Du hast recht, Dylan, was da für Naturgesetze und Logiken der Natur so wirken können, alles dahingestellt, aber der Bauarbeiter wird sagen, da mach wirken, was will. Eigentlich, soweit wie ich das begreifen kann und erleben kann und mich auch vernünftig, in Anführungszeichen vernünftig orientieren kann, gucke ich den größtmöglichen Spaß zu kriegen und damit hat sich die Angelegenheit. Und ich habe schon gesagt, du fühlst dich besser, lieber Bauarbeiter, wenn du dabei nicht nur an dich denkst und Spaßkonsum, sondern wenn du für sowas wie Liebe und Verantwortung und Vernunft leben willst mit anderen Menschen zusammen, merkst in dir und merkst mit den Leuten auch im Umgang, ne, merkst sofort, ach, das ist ja viel schöner. Ja, und trotzdem rede ich ja dann davon, er hat sein Bewusstsein zwischen Geburt und Tod und der Rest geht ihm nichts an oder stellt er sich vor, da ist die dunkle Mattscheibe, kriegt er nichts mehr mit. Also eine weitergehende Dimension, jetzt sich auf den Idealismus einzulassen, wird er sagen, ja, da ist doch, da, mehr ist aber auch nicht, ne, als dass ich mich so ein bisschen besser fühlen kann, wenn ich nicht ein Schwein, sondern ein anständiger Mensch sein will. Und ein verbundener Mensch, ne? Also ich meine, ich könnte natürlich die höchsten Rauschzustände schon, was weiß ich, wenn er Sex mit einer Frau hat, wo man die Seelenvereinigung noch mit hat oder so, dann kann ich sagen, oh Mensch, da ist aber schon, da steckt schon gewaltig was hinter. Aber ich habe noch was zu bieten. Und das sage ich, wenn er den Seins eingeschmissen hat. Bitteschön. Wechsel 4. Ja. Da war wieder das ist das, was Louis ja auch angesprochen hat, da wir unterschiedliche Argumente, Logiken haben, kommt jetzt wieder von Öffi das mit dem Schwein, ich fühle mich nicht wie ein Schwein. Jetzt zeige ich nochmal auf, warum eben die Menschen sich nicht wie Schweine fühlen, sondern wie Helden. Der Arzt, der die Frau umbringt, der fühlt sich wie ein Held und Retter. Der hat niemals den Gedanken, dass er ein Schwein sei. Ich hatte das damals auch nicht, solange ich noch geglaubt habe, die vorteilbringenden Irrtümer. Also, wie funktioniert, jetzt zeige ich mal die Nichtbewusstheit, wie unschuldig der Kapitalismus abläuft, ja? Wie unschuldig er uns umbringt. Der Händler hat sozusagen, es läuft so, heutzutage läuft es so. Der Händler schaltet einen Werbespot in einem Fernsehsender. Der Fernsehsender hat ein Fernsehprogramm. In dem Fernsehprogramm sind bei manchen Sendern wenig vorteilbringende Irrtümer, die den Händlerumsatz steigern, und bei anderen Fernsehsendern mehr vorteilbringende Irrtümer. Aber das ist völlig absichtslos. Also niemand ist bewusst bei dem Fernsehsender und sagt, wir gestalten unser Programm so, dass der Händler, der bei uns Werbespots schaltet, möglichst großen Umsatz macht. Das ist kein bewusster Prozess, sondern es gibt einfach 10 verschiedene Fernsehsender und in dem einen sind zufällig in den Programmsendungen, in den Spielfilmen besonders viele vorteilbringende Irrtümer, die den Umsatz des Händlers ankurbeln können und in den anderen weniger. Aber allein die Tatsache, dass der Händler halt mit der Zeit merkt, wenn ich bei dem Sender meine Werbung schalte, habe ich einfach mehr Effizienz,
als wenn ich bei dem anderen Sender schalte. Und dann kommt es zu einer Evolution. Und ohne, dass sich irgendjemand jemals einer Schuld bewusst ist und der Händler überhaupt nicht darüber nachdenkt, unser Leben zu zerstören, damit wir seine Produkte kaufen, kommt es aber still und leise, ohne bewusste Absicht, zu der Zerstörung unseres Lebens und zum maximalen Umsatz für den Händler. Also diese ganzen Vorgänge sind völlig absichtslos, die sind aber so perfekt, als wäre es eine geplante Verschwörung. Aber es ist eben leider keine geplante Verschwörung. Und da ist sich niemand irgendeiner Schuld bewusst. Und das ist ja gerade das Problem im Kapitalismus. Also dieses sich als Schwein fühlen, das hat niemand, Öffi, außer ganz wenigen, die vielleicht wirklich Verbrecher sind und dann irgendwie auch wissen, dass sie Verbrecher sind. Aber wie gesagt, aus naturwissenschaftlicher Sicht, das entscheidende Böse geschieht, ohne dass jemand auch nur das geringste Gefühl hat, ein Schwein zu sein. Ich wette sogar, dass Hitler dachte, er wäre ein Held und ein Retter der Menschheit, obwohl er uns Massen von Menschen abgeschlachtet hat. Aber er dachte, das sei alles gut, was er da tut. Wechsel oder wo irre ich mich? Ja, Wechsel 2. Mach den Test, bring die, von denen du denkst, sie haben so ein unschuldiges Bewusstsein, ins Gespräch mit dem alten Öff. Und ich würde sagen, also es würde lange dauern, wenn es mehr als 5 bis 10 Minuten dauert und du merkst, dass sie diese Art von Unschuldshaltung nicht aufrechterhalten können. Und dass du eben daraus schon ersehen kannst auch, also bei dem, was ich bei ihnen anspreche, dass da eben der Schatten schon vorher auch war und auch schon teilweise spürbar war. Ja, bitteschön. Wechsel 4. Das Problem ist, also ich denke jetzt gerade an meine Mitstudenten, die immer noch glauben an die Psychotherapie. Die würden nach 2 Minuten mit dir das Gespräch abbrechen und sagen, hier, was hast du, Dylan, was hast du mich da mit verrückten Leuten zusammengebracht? Was ist denn das für ein Quatsch? Natürlich bin ich ein guter Mensch, ich heile Menschen. Und was soll dieses absurde Gequatsche? Ja, Wechsel. Ja, Wechsel 2, dann kannst du sagen, die Koryphäe der emotionalen Störungen, Herr Professor Felber aus Dresden, hat mit dem Mann eine Stunde über seine Inhalte gesprochen, hat nichts Krankhaftes feststellen können. Er hält ihn für hochintelligent. Dann könnte man darüber reden, was ist dran an dieser Annahme, dass da Verrücktheit vorliegt oder eben nicht Verrücktheit vorliegt. Und man kann wieder gucken, sind denn die Leute bereit, sich auf Argumentationen einzulassen, dass die sie nicht einfach wegschieben können. Oder wenn sie sie wegschieben, das kann ich dir garantieren, dann wird die Wegschiebereaktion immer allergischer, immer ärgerlicher, immer zorniger, immer unfähiger, argumentativ damit umzugehen. Ich erzähle die Radiogeschichte dann beim nächsten Mal. Ja, Wechsel 4. Moment. Also, jetzt schildere ich einfach nur mal auch einfach mal, wie die Unterabteilung der Gemeinschaft Köln-Süd Gruppenehe, wie die aufgebaut würde. Da nur einfach nur, damit die Zuschauer einfach verstehen, wie würde sowas praktisch ablaufen. Ein Mann, in dem Fall ist es ja so, dass ich ein Mann bin. Idealer ist es, wenn es eine Frau startet. Aber im Moment ist es ja nun mal, dass ich meine Wohnung zur Verfügung stelle. Also ist es ein Mann. Das ist an sich das Ungewöhnliche. So, jetzt müsste ich eigentlich alle meine männlichen Verwandten, mein Bruder, meine 3 Cousins aus München und so weiter, die müssten auf die Warteliste gesetzt werden, wenn sie denn wollten. Das ist natürlich eine gewagte Voraussetzung, wahrscheinlich würden die niemals wollen. Ja? Und dann muss ich also eben eine Frau suchen, die mich lieben kann. Und dann müssen wir beide zusammen eine Frau suchen und aufnehmen, die uns beide lieben kann. Darauf müssen wir 3 dann den nächsten männlichen Verwandten versuchen zu gewinnen. Denn bei Bonobos sind ja alle Männer miteinander verwandt. Das muss jetzt nicht sein, aber das sollten wir dann schon anstreben. Und wenn wir keine männlichen Verwandten kriegen, muss man halt mal weitersehen. Ja? Aber
Und dann das Kinderkriegen, das wäre dann nochmal eine besondere Geschichte, denn wie ist das, wenn eine, das werde ich, kann ich erst in der nächsten Runde sagen, weil jetzt mein Ende erreicht ist. Ja. Nächste Runde oder wer will noch was sagen? Ich habe doch keine Zeit mehr, glaube ich. Das soll ja, aber du kannst doch jederzeit Yannick fragen. Ja, ja, nee, aber ja. Wenn wir so die nächste Runde machen können, ne, also, ja, wichtig ist jetzt, ob Yannick auch noch was sagen will. Nee, wir können von mir aus gerne in die nächste Runde weitermachen. Ja. So. Wechsel 4. Ja, ich wollte das noch kurz zu Ende erklären, dass es eben so ist, was machen wir mit Frauen, die zum Beispiel aus dem Kapitalismus gewöhnt sind, einen gewissen Lebensstandard, vielleicht auch wirklich eine Gruppenehe, wo ein gewisser Lebensstandard noch da ist? Was werden die sagen? Ja, wenn ich jetzt Sex habe mit all den Männern hier in der Gruppe, dann entstehen ja Kinder. Was ist, wenn ich die Gruppe mal verlassen will, aus irgendeinem Grunde? Dann stehe ich mittellos da. Und da habe ich damals überlegt, dass es ja sinnvoll wäre, wenn die Männer generell Gelddepots anlegen, die für die Kinder, an die Kinder gekoppelt sind, sodass, wenn dann mal eine Frau die Gruppe verlassen will, dass sie dann nicht mittellos dasteht. Während ich selbst natürlich denken würde, ja okay, wenn eine Frau mit dem Kind das verlässt und sie dann zum Beispiel zum Arbeitsamt geht, dann kriegt sie ja auch eine durchaus ausreichende und gute Versorgung, die ja jetzt nochmal großzügiger werden soll mit dem Bürgergeld und so weiter. Aber es kann sein, dass Frauen das nicht reicht und dass dann eben man darüber nachdenken muss, wie übernehmen wir Verantwortung für die Kinder, für den Fall, dass die Frau die Kommune verlässt. Und da gibt es eben, da wir ja keinen Vaterschaftstest, dass da Vaterschaftstest in der Gruppenehe ja verboten sein muss, kann man nur vorher eben Gelddepots anlegen, die auf die Kinder geeicht sind, und die Frau nimmt dann das Gelddepot mit im Zweifelsfalle, wenn es wirklich dazu kommt. Erstmal so viel, also das war jetzt mal so die Schilderung, wie so eine Unterabteilung der Gemeinschaft Köln-Süd Gruppenehe gestartet werden würde. Wechsel. Ja, Wechsel 2, also erstmal in zwei Sätzen zu dem, was du gesagt hast, Dylan, also aus Schenker-Logik würde man nie auf die Idee kommen, da so ein Depot für Frauen und Kinder anzulegen, die Schenker-Lebensweise verlassen wollen, weil indem sie tatsächlich zurückgehen ins bürgerliche Leben, geht es ihnen besser wahrscheinlich als den Schenkern und auf jeden Fall 1000-mal besser als den verhungernden Kindern. Das heißt, wenn alle Menschen gleich viel wert sind, dann ist da nicht der Handlungsbedarf, sondern da gibt es ganz anderen Handlungsbedarf. Okay, aber ich komme nochmal zurück zum Bauarbeiter. Ich habe dem Bauarbeiter erzählt, ne, es ist auf jeden Fall besser, sich nicht an Schwein zu fühlen. Egal, ob man sich direkt als Schwein fühlt oder man würde sich als Schwein fühlen, wenn man drüber nachdenkt oder mit den Öffis drüber redet oder sonst wie, dann ist auf jeden Fall nicht gut. Besser ist gleich anständiger Mensch sein und für Liebe, Vernunft und Verantwortung leben. Bitteschön. Wechsel 4. Ja, ich wollte dieser anständige Mensch sein, aber was habe ich davon? Ja, das ist die große Frage. Und ich muss sagen, ich empfinde es nicht als toll, was ich durch mein Versuchen, ein anständiger, wahrheitsorientierter Mensch zu sein. Ich weiß es nicht, aber gut, also ich kann ja nicht anders. Nur eben, ich muss den Leuten halt sagen, dass es eben ein viel glücklicheres Leben gibt, wenn man aus dem Kapitalismus rausgeht. Aber nochmal zu den Frauen abschließend. Ja, es ist eben so. Ja, du sagst das so einfach, aber vielleicht empfindet eine Frau es so, als dass, wenn sie dann mit ihrem Kind die Kommune verlässt, dass sie dann quasi ja mittellos auf die Straße geschickt ist, auf der Straße landet sozusagen, und vielleicht finden das die Frauen nicht so toll, wie selbstverständlich wir
über deren Versorgung und Versorgtheit hingehen. Also bei Bonobos gibt es das natürlich nicht. Die bleiben ja immer zusammen und dadurch werden die Frauen und Kinder ja immer weiter voll verantwortlich versorgt. Aber bei uns könnte es ja auch mal anders sein. Und deswegen habe ich immer im Hinterkopf dieses Depotthema, wenn dann eine Frau mal sagen würde, ja, was ist denn, wenn ich die Kommune verlassen will und habe dann zwei Kinder, wo bin ich dann lebenslang auf Sozialhilfe angewiesen oder so? Wechsel? Ja, wie gesagt, auch dann würde sie materiell betrachtet, Wechsel 2, ja, dann Wechsel. Würde sie materiell betrachtet immer noch besser als die Schenker und die verhungernden Kinder leben. Und Schenker würde sagen, hat sie keinen Grund, sich so zu beschweren. Also jedenfalls weniger Grund, sich zu beschweren, wenn man überhaupt nach diesen Kriterien sich beschweren will als die anderen. Und wenn sie das nicht so sieht, dann muss sie ja gar nicht erst kommen, ne? Und muss auch während der Zeit, wo sie da ist, nicht so planen. Und in unseren Gemeinschaften, da kann man ja relativ locker mitleben, auch wenn man, wer weiß was noch für Unstimmigkeiten, Widersprüche, Halbherzigkeiten, Nebeleien in seinem Kopf hat. Aber wenn Sie zum Beispiel mit einem Öffi und ich gehe, wenn Sie mit einem Öffi und ich gehe davon aus, mit einem Yannick eine enge, innige Beziehung haben will, dann ist sie entweder imstande und bereit, nach so einer Logik zu denken, oder es ist nicht da. So einfach ist die Angelegenheit. Gut, beim nächsten Mal, wenn ich dann dran bin, komme ich, glaube ich, zum Radio. Wechsel 4. Ja, also ich sage das ja nur deswegen mit dem Depot, weil ich ja auch den Wunsch hätte, dass es irgendwann Gruppenehen geben könnte mit Milliardären, weil es sich dann schneller ausbreiten würde in der Welt mit deren Unterstützung und so weiter. Also wenn dann auch reiche Männer in den und reiche verwandte Männer in den Kommunen sind, dann stellt sich schon auch die Frage, dass dann sehr anspruchsvolle Frauen vielleicht mitmachen bei diesen Kommunen, die dann vielleicht nicht so bereit wären, einfach so ohne ein Depot die Kommune zu verlassen, wenn irgendwas schief geht und sie aus irgendeinem Grund halt doch die Kommune verlassen wollen. Wechsel? Ja, Wechsel 2, Dylan, kann ja. Und du kannst ja auch mit diesen Frauen dann dich einlassen, ne? Also ich würde sagen, wenn der Milliardär kommt, dann hängen da noch welche Frauen dran, die sagen, hier, ich brauche Depot oder so, würde ich sagen, ja, also mit mir habt ihr dann nicht den Seelendraht oder schon nicht den Vernunftgrad des Denkens, ne? Und für mich ist das nichts. Also würde ich mich nicht so zu Hause fühlen, ne, wenn ihr so innerlich drauf seid. Könnt ihr sein, ne? Aber ist halt so, ne? So, und damit zu dem, was ich dem Bauarbeiter noch sagen will, wo ich nicht weiß, ob er da so einfach mitgehen kann. Schau mal, du merkst ja selber, die Gene, die du weitergibst oder auch irgendwelche Ideen, die du weitergibst, das bist du am Ende nicht mehr. Aber stell dir doch mal richtig die Frage, was du bist oder sein kannst. Und du bist ja eben nicht, sagst du da, dieser Körper, der stirbt dann, ne? Dann ist Mattscheibe oder so, ne? Dein Bewusstsein, das ist das, was zählt, ne? Und da sage ich, überleg mal, ob es nicht vernünftig ist, sich so zu sehen, dieser Körper jetzt hier, wie ein Empfängergerät. Weil das, was da an Bedeutung in deinem Geist ist, das lässt sich nicht so einfach erklären mit diesem Zellmatsch. Das ist irgendwie eine andere Dimension, die da ist. Ne? Und die Dimension kannst du dir angucken. Was ist sie genau? Und wenn wir uns sehen wie ein Radiogerät, und da ist also dieser Empfang, ne, wie die Stimme im Radio, da wird auch keiner die Schrauben auseinandernehmen, um die Stimme zu finden. Also wenn du annimmst, du bist vergleichbar mit so einem Empfängergerät, mit so einem Radio, und da gibt es dann verschiedene Sender. Man kann auch wählen zwischen den Sendern. Und der Sender, der läuft, der ist dein Leben. Ne? Das bist du. Das ist dein Bewusstsein, dein Erleben. Nichts anderes. Auch kein anderer Sender. So, und jetzt stell dir vor, da ist ein Sender, der heißt kosmisches Bewusstsein, ganzheitliches Bewusstsein, göttliches Bewusstsein. Und den kannst du einschalten. Wenn du den einschaltest, bist du in allem und für alle Zeiten. Entweder du begreifst richtig die Bedeutung und dann kannst du auch drinnen sein. Und dann kannst du das vergessen mit dem Geburt und Tod. Das spielt für dich eigentlich gar keine Rolle mehr, weil da bist du schon nicht mehr. Dann hast du den Sprung gemacht in eine ganz andere Dimension. Wechsel 4. Ja, aber eben, ich fürchte halt, dass der Bauarbeiter dich einfach da gar nicht versteht, von was du da redest und einfach nur kopfschüttelnd weitergeht und dann sich zur Prostituierten in den Puff geht und Bier säuft und Schnaps säuft und sagt, das ist doch tolles Leben. Erstmal Wechsel wieder. Achso, Janiks Konto ist noch gut gefüllt. Ja, ansonsten mache ich nochmal Wechsel 4. Ich will ja meine Resümee der letzten Sendung abarbeiten auch.
wir müssen uns nochmal klar sein, diese Nichtbewusstheit im Kapitalismus, eben dieses Nicht-sich-als-Schwein-Fühlen, erst bei Erfolglosigkeit kommt bei Menschen überhaupt, ich muss mich hinterfragen. Bei großem Erfolg, und zwar durch vorteilbringende Irrtümer, die andere Menschen umbringen, ja, werden die vorteilbringenden Irrtümer nie hinterfragt. Das ist die Natur des Gehirns leider. Das ist, dass die Selbsthinterfragung bei großem Erfolg selten ist. Also ich sehe mich als die Ausnahme der und auch unsere Medizinprofessoren, die sich hinterfragt haben, obwohl sie auch Erfolg hatten, aber das ist eher die Seltenheit. Ein Aldi-Marktleiter oder ein Aldi-Eigentümer hinterfragt sich nicht. Sein Gehirn sagt, so viele Milliarden, da muss doch gut sein, was ich tue. Ich bin doch kein Schwein, sondern das, was ich tue, ist gut. Sonst würden mir die Leute ja nicht so viele Milliarden schenken. Wechsel erstmal so weit. Wechsel 4 nochmal. Entschuldigung, ja, Wechsel 3. Nee, ich wollte nur kurz sagen, ich habe nichts auf dem Schirm zu sagen. Wenn noch jemand Zeit von mir haben will, kann er die gern bekommen. Ansonsten, ich höre jetzt weiter zu. Wechsel. Ja, ich mache nochmal Wechsel 4. Und Öffi kann dich ja jederzeit fragen, das weiß er ja. Ne? Also erstmal Wechsel 4. Nochmal so ein paar Punkte. Nochmal zu warum ich so viel Bedeutung in der Gruppenehe sehe. Die Langeweile in der Monogamie ist genetisch fixiert. Also ich muss das nochmal genau erklären. Wenn ein Lebewesen für die Monogamie genetisch konstruiert ist, dann wird es leiden, wenn es polygam lebt. Und wenn ein Lebewesen für die Polygamie genetisch konstruiert ist, dann wird es leiden, wenn es monogam leben muss. Die Genetik ist nicht einfach so eine Wattebausch, sondern das sind ganz enge Grenzen. Ja? Also ein monogames Lebewesen, das wir zwingen würden, polygam zu leben, würde schrecklich leiden, weil es genetisch für die Monogamie konstruiert ist. Ja? Und so ist die Welt. Und deswegen ist diese Frage wichtig. Ja, so. Meine Zeit war zu Ende. Nur noch bei Yannick ist was drauf. Ja, aber dann können wir auch in die nächste Runde doch gehen, ne? Ja, wie ihr wollt. Von mir aus. Ja. Oder einer von uns nimmt noch die Zeit. Wenn du noch was ergänzen willst, Jan, Dylan, ne? Tu dir keinen Zwang an. Ja, jetzt habe ich schon auf neue Runde gestellt. Na perfekt, super. Also, ändert ja auch nicht einen negativen. So. Ja. Ja, ihr könnt aber ruhig diese Zeit ruhig auch nutzen, wenn ihr wollt. Ne? Das ist ja, das ist wie ihr wollt halt. Ne? Also, Wechsel 4. Ja, ich habe halt auch noch so ein paar Sachen, die vom letzten Mal hängen geblieben sind. Also das muss man nochmal deutlich machen. Deswegen ist diese Frage so wichtig, wie der Mensch genetisch ist, ist für uns Naturwissenschaftler das A und O. Und das Entscheidende ist, wir wissen heute sehr genau, wir haben naturwissenschaftlich eine bestimmte Beweisführung dafür, warum die Dinge so sind. Zum Beispiel, wir wissen, der Gorilla ist ein Haremshalter. Der Gorilla vertreibt den anderen Silberrücken und hat dann keine Spermakonkurrenz zu fürchten. Deswegen hat der Gorilla ungewöhnlich winzige Geschlechtsorgane, weil er eigentlich zur Befruchtung seiner 5 Frauen eigentlich nur 5 Samenfäden braucht, also keine riesigen Hoden braucht. Und sein Penis kann auch ganz winzig sein, ist auch ganz winzig, weil er ja nicht tiefer in den Körper der Frau versuchen muss, dem Eileiter möglichst nahe zu kommen, weil er hat ja keinen Sperma-Konkurrenten, der da eine Rolle spielt. Aber Bonobos und wir Menschen haben riesige Geschlechtsorgane und riesige Hoden, weil wir eben konstruiert sind für die Gruppenehe, in der wir
eben unsere Spermien möglichst tief und nah an den Eileiter platzieren müssen und möglichst viele Spermien in den Krieg der Spermien reinwerfen müssen, um eine größere Chance zu haben, die Eizelle zu befruchten, die sich gerade im Eileiter befindet. Und so insofern wissen wir anhand der körperlichen Merkmale, für welche Lebensweise ein Lebewesen konstruiert ist. Monogamisten haben absolut winzige Geschlechtsorgane, ganz winzige Samenzellenproduktion und haben genau das Gegenteil der Geschlechtsorgane von Bonobos und Menschen. Ne? Und das ist eben der Punkt. Und deswegen sage ich als Naturwissenschaftler, ich fürchte, der Mensch ist ein Gruppenehetier. Und wenn er anders lebt, wird er mit Glücksverlust bestraft, weil es eben leider so ist, wie es ist. Ja? Und ja, erstmal so viel. Wechsel. Ja, Wechsel 2 dann mal wieder. Wir sind eh, ne, wir haben jetzt gleich 10 vor 10. Also wir könnten auch so in die Abschlussrunde gehen. Ich sag mal, kann alles sein, ne? Und ich glaube, dass mit der Sexualität und den Beziehungen wird in einer aufgeklärten Kommune, also wenn die Leute sagen, ne, wir haben ja nun mal unseren Kopf, unseren Geist und wir wollen ein sinnvolles Selbstverständnis auch haben, dann kommen sie, wenn sie ehrlich zu sich sind, ganz schnell zu dieser Grundeinstellung als Vernunftwesen, soll ich für Vernunft, Liebe, Verantwortung leben statt für anderes, fühle ich mich besser, auch wenn irgendwo Spaß lockt, der mich diese Anständigkeit kosten will. Und immerhin, das spürst du ja denen auch so weit, deshalb sagst du, es gibt kein Zurück, ist auf jeden Fall besser als das andere. Und so bin ich der Ansicht, dass auch mit den, also die Beziehung und Sexualität, das wird da kein Problem sein, wenn Menschen so liebevoll zusammen sind, werden sie das bestmöglich regeln. Die wichtigere Frage wird sein, nicht wie groß sind die Hoden oder so, sondern wie groß ist der Geist, ne? Dieses seelische miteinander zusammendocken. Ja, und genau, dann gebe ich erstmal an dich wieder für Wechsel. Wechsel 4. Ja, ich erlebe es aber nicht, dass mein jetzt zu versuchen, diese bessere Welt aufzubauen, ja, diese gute Welt aufzubauen im Gegensatz zum Kapitalismus, das erlebe ich nicht, als dass ich da glücklich bin damit, sondern ich habe nun mal mein Leben so ruiniert und ich kann jetzt nicht anders. Und ja, und deswegen gehe ich jetzt einfach weiter und gucke, ob es nicht doch irgendwo noch eine ganz winzige Chance gibt, 500 Menschen für Kommunen zu finden, deutschlandweit, oder 1000 Leute zu finden, mit denen man wenigstens noch so eine Insel des Glücks hinbekommen kann in einer kaputtgehenden Welt. Ne? Erst einmal Wechsel. Ja, Wechsel 2. Kann ja alles sein, aber ich meine, du würdest natürlich zurück können, wenn du zum Arbeitsamt gehst und so, ne, und hast da bestimmte Kompetenzen, würdest du wieder über dich bringen, das andere zu machen. Die äußere Unmöglichkeit ist es nicht, wenn dann, glaube ich, ist es ja die innere Unmöglichkeit, das Gemetzel, wie du es nennst, nicht mehr mitzumachen, also da zu denken. Die andere Einstellung ist, egal wie viel Lebenslust einem fehlen mag, besser. Ja, und da bin ich der Ansicht, das reicht dann, ne? Dann einfach das Gute so gut wie möglich machen, sich so gut wie möglich dran freuen, ne? Und dazu lade ich auch alle Zuschauer ein. Und ja, es gibt nichts Besseres, als das Bestmögliche zu machen und auszureizen. Wechsel 4. Ja, stimmt, rein theoretisch könnte ich natürlich eine Praxis zum Beispiel wieder aufmachen, aber ich habe halt wirklich auch keine Lust dazu. Wechsel. Ja, und ich Wechsel 3, ja. Ich stelle es mir auch ziemlich anstrengend vor, wenn man dann wieder zurückgehen würde und dann ständig irgendwie gegen sein eigenes Gewissen ankämpfen muss, weil man es ja eigentlich, wenn man eigentlich weiß, dass es eigentlich Schwachsinn ist und man es dann eigentlich nur macht, um da vielleicht irgendeinen Spaß zu bekommen, der dann aber auch wieder kein Spaß ist, weil man dann ja so gegen sein Gewissen ankämpfen müsste. Insofern ist es dann, glaube ich, schon ganz sinnvoll, sich Wechselwunsch. Ja, auf seinem Weg oder auf dem Weg der Wahrheit zu sein, zu bleiben und sich daran zu erfreuen, auch wenn es vielleicht nur kleine
kleine Schritte sind, die man da hat, vielleicht auch nur ein paar Menschen, mit denen man, die man dann hat, aber daran kann man sich ja trotzdem erfreuen. Wechsel. Wechsel 4. Ja, also, das natürlich würde das nur gehen, wenn ich es schaffen würde, mir einzureden, dass es nun mal so ist, dass der Kapital, dass das Leben in diesem Universum böse ist und schlecht und Gemetzel. Und da bin ich bei dem, was der Louis, der Öffi ja schon öfters erwähnt hat, der Mensch, der sagt, ja, ich finde das völlig in Ordnung, dass ich andere Menschen umbringe. Das ist nun mal das böse, dieses böse Universum. Und deswegen tue ich es halt. Wechsel. Ja, Wechsel 4 nochmal. Ich will noch gerade meine letzten Punkte abhaken, damit ich nicht den Zuschauern was schuldig bleibe, wo ich mir viel Gedanken gemacht habe. Also, erst einmal nochmal. Das Y-Chromosomenproblem, das möchte ich so ein bisschen Biologie heute noch weiterbringen. Warum haben wir, sind wir heute hier wieder drei Männer oder waren es letzte Mal fünf Männer und keine Frau oder so wenig Frauen? Ja, weil das Y-Chromosomenproblem ist das folgende. Wir Männer sind in der Natur biologisch experimentell. Bei uns gibt es viele geistig Behinderte, aber auch viele Genies. Und Frauen sind durch die zwei X-Chromosomen immer etwas gemäßigt, immer so in der Mitte. Und aber Frauen, die in der Mitte sind, bleiben überwiegend im Kapitalismus verhaftet und deswegen fällt es uns so schwer, für unsere Pionierkommunen wirklich größere Zahlen an Frauen zu gewinnen. So viel nochmal zu dieser biologischen Seite. Ja? Und ja, dann habe ich noch einen Punkt hier. Ja, übrigens, Öffi hat letzte Mal gesagt, so, ja, dass man, wenn der eine Mann, wenn so ein Mann oder eine Frau Liebesmangel bekundet, dass man da dann den Leuten auch das ausgleicht ein bisschen, ja. Und da wollte ich nur sagen, das erinnert mich schon ein bisschen dran, dass es so eine Art Ersatzbefriedigungsangebot ist. Öffi hat gesagt, mehr Freizeit oder mehr dies und mehr das, ja. Könnt ihr euch ja noch mal anhören in der letzten Sendung. Aber da ist eben genau der Punkt. Also ich sage halt, ich will den Menschen in der Kommune, in den Unterabteilungen, Gruppenehe eben das geben, was sie wirklich voll biologisch befriedigt, sodass sie dann keinen Ersatz mehr brauchen. Ja? Und jetzt mein letzter Punkt für heute, den ich auch auf der Liste hier habe. Da gab es noch mal ein schönes Beispiel für vorteilbringende Irrtümer. Da hat also ein Polizist sich geäußert gegen den Sterbehilfegedanken, obwohl da eine junge Frau war, deren Leben nur aus Leiden bestand. Ja? Und die wollte unbedingt sterben. Und der Polizist hat sie aber moralisch gemahnt, hier, du musst doch leben und so weiter. Und war damit ein Lobbyist wider Willen, der Gesundheitssparten, die also sozusagen ja eigentlich auch diese Ethik aufgebracht haben, du kannst dich doch nicht umbringen, und so weiter, sondern du musst doch von uns noch tausendmal operiert werden. Ne? Ja, und so plädierte dieser Polizist für den Profit der Gesundheitssparten und war damit ein Lobbyist wider Willen. Ja, Ende. Jetzt haben noch Öffi hat noch Konto und Janik hat noch Konto. Ja, Wechsel 2. Ich kann noch meinen Abschied an die Zuschauer und den Wunsch für uns alle, dass wir uns glücklich machen, indem wir das Bestmögliche tun. Und das kann ja bis zum vollkommenen Glück führen. Also mehr als eins werden mit dem kosmischen Bewusstsein, glaube ich, ist schwer möglich. Also kann man sich freuen, ne? Alle Türen zum Glück stehen offen, nutzen und man hat was davon. Herzliche Einladung an alle. Kommt mal, redet mit, ne? Kommt in unser Forum, kommt in unsere Freiheitskommunen, Freiheitsreservate, Verantwortungskommunen. Kümmert euch vor allem so auch mit darum, da in Berlin das Zeltcamp vielleicht für euch ins Auge zu fassen. Da könnt ihr euch vielleicht am radikalsten Moment mit einbringen. Also legt alle möglichst gut mit los. Ja, Wechsel 3, ja, da schließe ich mich gerne an.
Und lade auch alle ganz herzlich ein, sowohl zu diesem Talk hier, zu dem Samstalk, den wir jetzt haben, wo ja auch jeder mit einsteigen kann, aber auch zu den Wandelgesprächen, die Kommunikationsplattform, freie-argumente-kultur.de, das Forum, die Telegram-Kanäle und genau, die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, unsere Projekte. Also ja, wir freuen uns immer über Leute, die da Interesse haben, ernsthaft mitmachen zu wollen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, danke für das Gespräch heute Abend. Und gerne auf ein neues Gespräch nächste Woche. Ja, Und vielen Dank. wobei ich allerdings noch gerne noch eine ganz kurze, wir haben ja heute 10 Minuten später angefangen, noch eine kurze Schlussrunde hätte. Und zwar mache ich das diesmal Ja, so, immer. dass ich bei euch einfach eine Minute zuschlage, einen Augenblick, eine Minute dazugebe und bei mir so, dass Also, wir, Moment. nimm ruhig du noch den, was du jetzt brauchst. Ich war Ja, fertig also soweit. ich wollte das nur noch mal sagen. Also Luis hat natürlich beim letzten Mal durchaus was Nachdenkliches gedacht. Und zwar, ich stelle ja schon seit Monaten fest, dass wir wegen dieser unterschiedlichen Denklogik, ich habe es ja heute deutlich gemacht, dass ich nur auf die Beobachtungen der Physiker vertraue, weil ich dort keine Sparte sehe, die da Profite macht. Öffi hat ganz anderes Weltbild und so weiter und Henning noch wieder eine ganz andere Physik als ich und so weiter. Und das ist eben der Punkt, dass wir tatsächlich eben der Popper fragt, gibt es keine Garantie, dass man sich gegenseitig überzeugen kann. Es kann einfach sein, dass wenn jemand einmal eine bestimmte Weltanschauung hat, dass diese Unterschiede trotz des Austausches unzähliger Argumente nicht verändert werden können, ja, und das scheint so zu sein. Also insofern ist das für mich schon auch das Fragezeichen, dass Luis hat es ja anders formuliert, er hat ja dann so gesagt, ja, vielleicht kommt eine irrationale Lösung bei raus oder eine irgendwie unsinnige oder sowas. Ja, und vielleicht ist es eben doch so, dass auch die Popper-Frag, so schön sie ist, nicht ankommt und nicht zur Annäherung führt. Aber das passt wieder zu dem Gedanken, dass dieses Universum einfach für ein gutes und glückliches Leben nicht geeignet ist, eventuell. Ja, ja erst einmal Wechsel. Wir sind, glaube ich, schon so glücklich und zufrieden und fertig mit der heutigen Sendung, Ah ja, dann mache ich nur noch mein Dilton. Schlusswort. Ja, also, aber Ja, eben diese danke. Form, also der Popper-Frack ist nun mal das Höchste, was Menschen bis jetzt erreicht haben, auch wenn es uns noch nicht gelungen ist, diese unterschiedlichen Denklogiken und unterschiedlichen Physiken und unterschiedlichen Grundweltbilder. Ja, ich habe es ja angedeutet, für mich gibt es ja den Mensch als Geistwesen ja gar nicht, sondern das ist alles, für mich ist ja, bin ich ja ein Bonobo, sonst nichts, ne? Und das sind ja unterschiedliche Weltbilder und das, aber trotzdem haben wir immerhin diese höchste Ebene der Gesprächsform gefunden und insofern bis zum nächsten Samstag wieder, ja. Alles klar, tschüss. Tschüssi, bis Samstag. Ciao. Ciao.